auf sie folgt jetzt eine Wortmeldung von Thomas Trotzter von der SPÖ. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, Herr Minister, mit der digitalen Identifikationspflicht und mit der Ausweispflicht verhält sich es ja nicht viel anders wie mit der als Digitalsteuer bezeichneten und getarnten Werbeabgabe. Es ist ein klassisches Beispiel von Showpolitik. Statt tatsächliche Lösungen für Hass und Hetze im Netz zu erarbeiten, wird die PR-Maschinerie angeworfen. Man schickt ein Gesetz in Begutachtung, das nicht nur vollkommen am Ziel vorbeischießt, sondern das wirkliche Ziel nicht einmal ins Visier nimmt. Denn die Ausweispflicht im Internet mag vieles sein. Eine Barriere für den freien Diskurs im Netz, ein Angriff auf die digitale Demokratie oder ein Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz. Ein Rezept gegen Hasskommentare ist es sicher nicht. Ich habe selten einen Gesetzesvorschlag gesehen, der derartig wenig durchdacht ist wie dieser, und zwar auf jeder Ebene, rechtlich, technisch, aber auch inhaltlich. Quer durch Österreich hagelt es daher folgerichtig auch Kritik von Expertinnen und Experten. Es wird davor gewarnt, dass die Identifikationspflicht gegen EU-Recht und unsere Grundrechte verstoßen könnte und dass die technische Umsetzung sicher nicht, wie du, Herr Bundesminister, es bezeichnet hast, leicht machbar ist. Wie denn auch? Die technischen Möglichkeiten für eine Verifizierung und eine Adresse über die Telefonnummer beispielsweise gibt es ja noch nicht einmal. Was in der analogen Welt strafbar ist, muss auch im digitalen Raum verboten sein. Richtig, zuzustimmen. Fakt ist aber auch, und Niki Scherak hat es bereits erwähnt, dass das Strafrecht auch im Internet gilt und das seit geraumer Zeit. Man kann bereits jetzt strafrechtlich relevante Kommentare oder Aussagen im Internet bei der Staatsanwaltschaft melden und die Staatsanwaltschaft einschalten. Die Staatsanwaltschaft kann jetzt IP-Adressen bei den Providern erfragen, inklusive genauer Uhrzeit und wann die IP-Adresse benutzt wurde. Warum passiert das nicht? Das passiert deshalb nicht, weil die Bundesregierung die österreichische Justiz personell und finanziell aushungert. Ich habe im Jahr 2017 gemeinsam mit dem Bundesminister Brandstätter verhandelt, dass es 5 zusätzliche Staatsanwälte und Staatsanwältinnen geben soll, um sich auf das Thema Hass im Netz zu konzentrieren. Und ich frage allen Ernstes, warum gibt es die bis heute nicht? Statt das umzusetzen und eigene Posten in der Staatsanwaltschaft für die Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz zu schaffen, opfert die Regierung eines der wichtigsten persönlichen Rechte und stellt auch die Meinungsfreiheit gleich mit in Frage. Denn wir wissen ganz genau, dass bei Hass und Hetze im Netz nicht die Anonymität das ausschlaggebende Kriterium ist, weil schon jetzt wird ein Großteil an Hasspostings unter Klarnamen veröffentlicht und der bereits auf skurrile Weise heute zitierte Fall von Sigi Maurer ist der bekannteste und beste Beweis dafür. Ich frage daher, was soll dieser Gesetzesvorschlag bringen? Was soll die Identifikationspflicht gegen digitale Hetze unter Klarnamen ausrichten? Und die Antwort ist nichts. Die Regierung rühmt sich, dass bis heute kein anderes Land ein ähnliches Gesetz eingeführt hätte. Kein europäisches, wohlgemerkt. Stimmt. Die Regierung hat sich da ein Beispiel an China genommen, das auf dem direkten Weg zum totalitärsten Überwachungsstaat der Moderne ist. Und Südkorea, wo diese Regierung zu massiven Hackerangriffen geführt hat. In beiden Ländern ist Hass im Netz im Übrigen laut Studien nicht einmal um einen einzigen Prozentpunkt zurückgegangen. Er ist der größte Profiteur und Multiplikator vom Hass im Netz, Herr Bundesminister. Wer füllt im Tagestakt die Zeitungen und Medien mit skandalösen Postings, mit Geschichtsvergessenheit und digitaler Rechtsanbiederung? Richtig, Ihr Koalitionspartner, die FPÖ. Wer hat das nahe Verhältnis zu Seiten wie Unzensuriert oder Wochenblick? Richtig, die FPÖ, sie fühlt sich zu Recht angesprochen. Und ich frage ganz ernsthaft, sind das die Start-ups, von denen du redest?
Unzensuriert, Wochenblick, sind das die, die man nicht behindern sollte? Die Linie der SPÖ ist demgegenüber ganz klar. Wir sagen ein klares Nein zu dieser Identifikationspflicht im Internet, Nein zu einem Angriff auf die Privatsphäre der Österreicherinnen und Österreicher. Sagt Thomas Trotzter von der SPÖ. Auch er sieht in puncto Digitalisierung bei der Regierung hauptsächlich Symbolpolitik bzw. Showpolitik.